Hallo? Hallo? Als ob da jemand antworten würde. Okay, ich find schön, dass man ein bisschen Zeit hat, erstmal gleich über was zu sehen oder sich umzuschauen. Zum Beispiel, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, oh, 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 oh. Hä? Shit. Oh Gott. Und das bei meinem alten komischen Clubgerät, das lässt sich übelst kacke machen. Ich hoffe, ich versau das nicht. Ah. Okay, das kann ja ganz schnell nach hinten losgehen. Das kann echt ganz schnell nach hinten losgehen. Marnie, bin unterwegs zur Hoffman Road 22. Treffen wir uns da? Ja. Ist alles okay? Schade. Wer auch immer das war, das könnte vielleicht der wirkliche Mörder gewesen sein. Ich hätte mir aber gewünscht, dass er nochmal ins Haus zurückgegangen wäre. Einfach um diesen, naja, besonderen Ort, nenne ich es jetzt mal, zu finden. Es wäre nämlich auch... Ich hätte nämlich auch so zwischendurch den Gedanken gehabt, okay, wenn es den... Ich habe leider den Namen verraten, mal. Vielleicht finde ich die jetzt nochmal. Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. War das? Ja, wenn es Adam, genau. Wenn es Adam wirklich gibt und er vielleicht da nicht umgekommen ist, sondern die ganze Zeit da gelebt hätte, in diesem, naja, tollen Räumchen, um dann richtig schön psycho zu werden, das würde halt echt passen, um sich dann davon zu rächen, ja, wenn wir den Raum nochmal irgendwie finden würden. Oder wenn es da nochmal reingegangen wäre. So. Ich habe erfahren, dass... Ach, nichts. Ich habe erfahren, doch, wir haben erfahren. Jemand ist rumgeschlichen in Las Palmas. Vielleicht nicht von Bedeutung, da gibt es viele Hausbesetzer. Hat sich dann blitzschnell verdrückt. Wir sehen uns im Haus. Passen Sie bitte auf, dass er keine Dummheiten macht. Oh, er kann es gern versuchen. Kommen Sie nicht auf Ideen. So sieht man sich wieder. Schöne Armbänder. Oh, ich kann meine Finger nicht mehr spüren, wenn Sie das meinen. Helfen Sie mir oder was? Es fies. Ist eine fiese Entscheidungsmöglichkeit, aber ja, ich bin da mal nett, weil erstens erinnert er mich an Hitman und ich mag Hitman. und zweitens, jetzt noch enger schneiden, der soll uns ja helfen. Das würde einen Scheißdreck bringen, wenn ich ihn jetzt noch ihn reinwürgen würde. Komm, wir sind mal die Lieben, ne? Hier. Danke. Also hier ist Adam nach dem Waisenhaus hingekommen?
Hier ist Adam aufgewachsen. Alles leer. Ein paar Hausbesetzer, aber die sind weg. Okay, 5 Minuten. Dann mal los, Boss. Bitte hier lang. Dieser Raum, genau hier. Hier hat Adam nach seiner Flucht geschlafen. Hier war ewig niemand mehr, Finn. Ich habe auch nicht behauptet, dass er hier wäre. Na toll. Das Zelt sehe ich schon mal, den Karton glaube ich auch. Ja, na. Ich weiß nicht, ob das an meinem scheiß Handy liegt. Ist halt schon Asbach. Ist noch ein S5, ne? Dass ich das nicht ordentlich anvisieren kann. Zettel. Ha. Schweigen gehabt. Mich nervt halt immer noch dieser eine Beweis, den ich nicht gefunden habe bei dem anderen. Ich hoffe, der war nicht zu wichtig. Sie sagen also, das hier ist von ihm, nicht von Hausbesetzern? Die würden das nicht wagen. Was ist das alles? Adams Papa war ein Kammerjäger. Interessant. Ein ziemlich guter sogar. Fallen, natürlich. Was Adam von seinem Dad geerbt hat, ist das Talent, Ungeziefer zu töten. Detective Marnie, der Sarge sagt, es wird Zeit. Wir haben was gefunden. Nur noch ein paar Minuten. Wie ist Adam im Waisenhaus gelandet? Adams Papa hat sich ständig bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Hat seine Frau vermöbelt, wenn sie nur falsch angeguckt hat. Eines Tages nahm sie seine Schrotflinte und schoss ihm den Kopf ab. Vor Adams Augen. Sie bekam lebenslänglich. Keine Bewährung, keine Besuche ihres Kindes. Es spielt wohl keine Rolle, dass sie das getan hat, weil Papa sie früher oder später beide umgebracht hätte. Das nennt man Rechtssystem, was? Solche Fälle nehmen nie ein gutes Ende. Aber dass sie ihr Kind nicht sehen durfte, das ist hart. Das war Richter Vanstone. Guter Witz. Wohl kaum, er hat mich zum Tode verurteilt. Nach ein paar Wochen erhängte sich Mama Jones in ihrer Zelle. Himmel. So kam Adam, dann also nach Las Palmas. Vom Regen in die Traufe gekommen, was? Sie würden nicht glauben, was sie dort mit uns gemacht haben, Rominski und dieser Wichser von Pfleger. Und wir haben versucht, uns so zu wehren, wie man es tun sollte. Wir riefen die Cops, 3. Distrikt. Und niemand hat irgendwas unternommen. Nicht mal die Sozialarbeiterin. Und als Adam aus dem Höllenloch raus war, dachte er sich selbst was aus, um sie alle bezahlen zu lassen. Diese Cops? Er kannte die Schichten. Er hat jeden Mord minutiös geplant. Er wusste genau, wer alarmiert werden und was denjenigen dann erwarten würde. Cops versagten, Eltern versagten, System versagte. Was würden sie tun? Wir beseitigten die, die uns wehtaten. Okay, bei den Cops, die haben nicht wirklich wehgetan, aber komplette... sie haben ihn halt allein gelassen. Denen war es egal. Ich meine, ich kann es verstehen, dass sie Rache wollten. Gerade auch so jung. Aber was ich halt nicht verstehe. Wir haben ja Finn geschnappt, wo er gerade dabei war, jemanden, ich sag mal, zu präparieren. Warum, wenn die keine wirkliche Spur hatten... Oder
vorher auch nie eine Spur hatten. Das hätte man ja, wenn er alles so minutiös plant, ne, hätte er ja eigentlich so schnell nicht mehr gefasst werden können oder generell nicht gefasst werden können. Warum dann Finn mit ins Spiel bringen als alten Kumpel, der den Kopf hinhält, komischerweise, ne, damit man ihn dann mit einem weiteren Mord wieder rauslassen kann? Das Ding ist, es würde nur Sinn machen, meiner Meinung nach, momentan, wenn wir, vielleicht nicht mal die Anwälteln, aber unsere gute Becky, wenn da kein großartiges Rankommen war für Adam und es so gesehen fast die einzigste Möglichkeit war, mit ein bisschen Glück auch von der Anwältin, dass die da mit in die Karten spielt, um sie irgendwie rauszukriegen. Sie war nur kurz da, aber sie war halt da beim dritten District. Dass das vielleicht die einzigste Chance für Adam war, oder dass er die einzigste Chance sah, so an sie ranzukommen und sich auch an ihr zu rächen. Das ist nicht meine Entscheidung. Ich würde nicht. Komm, sorry, aber das kann, glaube ich, jeder verstehen, ne? Man ist Gott sei Dank nie in so einer Situation gewesen. Also ich Gott sei Dank nicht. Und keinen, den ich kenne. Also nicht, dass ich es wüsste. Aber wer würde da nicht auf Rache sind? Besonders, wenn die komplette Kindheit so verlaufen ist und, ne? Wäre ich an Adams Stelle? Ja. Ich würde Rache wollen. Ja? Ich dachte damals, vielleicht ist Adam der Einzige, der die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Der den ganzen Mist durchschaut. Der das Böse in den Herzen der Menschen sehen kann. Aber jetzt weiß ich, nur Gott hat diese Gabe. Danke fürs Zuhören. Nach all der Zeit tut es gut, meine Sicht zu schildern. Sicher. Jederzeit gern. Da ist noch etwas. Ja? Die Geisel bei der Festnahme. Daniela Cardenas. Also, Daniela und ihre Schwester Izzy waren mit uns in Las Palmas. Derselbe Scheiß. Für Izzy war es zu viel. Überdosis nach ein paar Jahren. Adam wusste, dass Daniela alles tun würde, um Rominski bluten zu sehen. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, was, wenn ich jetzt, ich melde das. Ich melde, bringt das jetzt so rüber von wegen so, naja, ich will dir damit ans Bein pissen oder so, weil da steht, ich melde das. Oder will ich ihn wirklich hören? Also, ich kann es nicht mehr hören, würde ich jetzt nicht sagen. Das bringt mich schon wieder auf die Theorie, die ich erst erwähnt hatte, dass von wegen Adam nur so an Becky rankommt. Das würde nämlich erschreckenderweise, glaube ich, Sinn machen, da die ja eh bei denen, mit denen auch im Waisenhaus war. Naja, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat und das Opfer nur spielt. Weil ich stürze mich vielleicht auch zu sehr wirklich auf die Theorie, dass alle Leute von dem dritten District da dran glauben sollten, aber es ist halt verflucht schlüssig. Und der Pastor ist eh hinüber. Da würde es jetzt gar keinen Sinn mehr machen, wenn sie jetzt das Opfer spielt, wenn der oder sie weiß halt noch nicht, dass der Pastor im Arsch ist. Ich mach mal überrascht. So eine Scheiße. Mein Gott. Die Geisel war beteiligt. Hier ist Officer 609. Brauche Fahndungsaufruf für eine neue Verdächtige. Daniela Cardenius. Wiederhole, sofort zur Fahndung ausschreiben. Cardenius war keine Geisel im Trapper-Fall, sondern sie war Komplizin. Ich sage Simon Hillary, wenn Danielas Schwester in der Leichenhalle war, kann er den Fall ausgraben. Kommen Sie klar? Los. Hey. Glauben Sie immer noch, dass ich lüge? Immer weniger. Aber ohne Beweise, dass Adam noch unter uns weilt? Ich kann es beweisen. Können Sie nicht. Das stimmt. So kann ich das nicht. Geht's noch? Also, solange ich an der Leine hänge, wird er sich nicht zeigen. Aber alleine kann ich ihn rauslocken.
und auf dem Silbertablett servieren. Selbst wenn das stimmt, Richter Vanstone würde sich niemals darauf einlassen. Was, wenn Sie mich verkabeln? Dann könnten Sie mich überwachen. Nein. Es könnte klappen. Nein, Sie sitzen im Todestrakt. Schon vergessen? Aber ich bin unschuldig. Etwas schon vergessen? Es gibt da etwas, das ich Ihnen noch nicht gesagt habe. Oh, bitte, erleuchten Sie mich. Adam sagte damals zu mir, wenn ich jemals irgendwie freikommen sollte, dann würde er sich melden. Umgehend. Ist das so? Wir könnten so tun, als hätte ich Sie überwältigt. Niemand müsste es erfahren. Also entweder fühle ich irgendwas wieder nicht, habe irgendwas vergessen wieder, aber war es nicht eigentlich seine Geschichte am Anfang zu der Anwältin? Von wegen, dass Adam wieder morden wird und ihn so aus dem Knast holt. Wie sollte er sonst freikommen? Und jetzt, wenn er frei ist, irgendwie, dann meldet er sich? Ah, da stimmt doch wieder hinten und vorne irgendwas nicht. Ich werde so verkacken. Ich weiß jetzt schon. Ich kann kaum glauben, dass Sie so etwas überhaupt vorschlagen. Doch, können Sie. Sie wissen, dass Sie ihn sonst niemals kriegen. Hören Sie, ich bin kräftiger als Sie. Passt auch sehr gut. Wir lassen es echt aussehen. Häftling 75422 soll umgehend wieder in Gewahrsam genommen werden. Hier ist Officer 732, Anfrage erhalten. Bitte warten Sie auf eine Bestätigung. Es ist eigentlich voll abstrus, ne? Und ich habe nicht, wo ich den Monolog angefangen habe vorhin, habe ich nicht das Ende abgewartet und zugehört. Also sprich sie so als die Geisel. Vielleicht hoffe ich auch bloß auf irgendeinen krassen Plot oder dass die Scheiße irgendwie funktioniert, obwohl das nie im Leben funktionieren würde, weil es halt einfach dann ein arschgeiler Film wäre. Ne, ist so, wäre auch so, aber trotzdem. Ich werde wieder Risiko gehen, also wenn ich es verkacke, dann ja. Wie würden Sie ihn finden? Ich habe ein paar Beziehungen. Ich kann ihn finden. Sie müssen mich nur lassen. Das ist keine adäquate, vernünftige Antwort für mich. Ich habe Beziehungen. Ja, schön, schön, schön. Ich habe auch Beziehungen. Und weiter? Deshalb glaubt mir trotzdem doch keiner oder rennt mir komplett die ganze Zeit nach. Wenn ich halt bloß noch ein bisschen mit ihm reden könnte. Ach. Tun Sie's. Becky? Hey, Zeit zu gehen. Becky. Oh, shit. Wir brauchen Hilfe hier oben. Jetzt. Der berüchtigte Serienkiller, der als Trapper bekannt ist, ist nur wenige Tage bevor er für seine Taten büßen sollte, aus dem Gefängnis entkommen. Jonathan Finn war während seiner Schreckensherrschaft vor 5 Jahren verantwortlich für die Tode mehrerer Polizeieinsatzkräfte. Die Behörden warnen, dass Finn sehr gefährlich ist und mögliche Sichtungen umgehend gemeldet werden sollten. Okay, ich will wissen, was passiert ist. Und zwar jetzt gleich. So, erst einmal ist schon geil, wenn man das Spiel spielt. Und das über Handy, über die, also, ne, über die App muss es ja sowieso steuern und vergisst das Handy aufzuladen. Ja, lol. Ne, und zweitens habe ich wahrscheinlich wieder. Ich bin einfach, da ich ja nicht aufgepasst habe bei dem Anfang von dem Gespräch, von seiner Flucht, ich bin halt einfach von meiner Seite ausgegangen, von meinem Kopf her, dass er sie als Geisel nimmt und dass sie ihn so dann überwachen könnte. Weiß nicht. Okay, so wie ist das passiert? Ich hätte nicht alleine sein sollen. Er hat mich überwältigt, oder?
Sie waren nicht mit ihm da drin, er ist ein Riesenkerl. Sie hätten das auch nicht besser gemacht. Und warum hat ihn niemand abhauen sehen? Becky, hör auf damit, das geht auf dich. Das ist ein Riesenschlamassel. Aber wir müssen uns konzentrieren und wir bringen diesen Mistkerl wieder hinter Gitter. Tom, wie sieht's aus? Die US Marshals beginnen gerade mit der Fahndung. Okay, helfen Sie ihnen. Egal, was Sie brauchen. Becky, bis wir etwas Luft haben, brauche ich Sie an den Fallakten. Ich werde mich, denke ich, mal beugen müssen, oder? Obwohl ich eigentlich... Ich versuch's mal, vielleicht komme ich ja irgendwie raus, aber ich glaube trotzdem, er würde uns zu den Akten schicken. Sir, ich glaube, dass ich da draußen sehr viel effektiver sein könnte. Sie stehen auf dünnem Eis, Marnie. Akten oder Suspendierung, Ihre Wahl. Also. Was ist los mit Ihrer Partnerin? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Passen Sie auf. Ja, mache ich. Okay, wurden wir gerade gespoilert, wie viel Stunden er auf der Flucht sein wird? Das kam mir gerade ein bisschen so vor. Und das Ding ist, unser Partner riecht Lunte, dass halt irgendwas nicht hinhaut, ne? Hat man ja eh gerade gesehen. Ich hoffe, ich kriege irgendwie die Chance, ihn einzuweihen. Und ich hoffe, er meldet das nicht, sondern er vertraut uns irgendwie. Vielleicht habe ich schon verkackt mit einer Entscheidung, die ich vorher getroffen habe. Das kann gut sein. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt wieder am Brett. Das finde ich aber eigentlich auch ganz schön. Denn ich würde halt die Pfleger vielleicht nicht unbedingt, was die gemacht haben, kann ich mir gut vorstellen. Und ich schätze mal, die werden alle schon tot sein. Aber das erste Opfer, was halt keine Verbindung hat. Irgendwas muss doch da... Oder war es vielleicht der Vater, der dann gestorben ist? Oder die Mutter? Nee, der Vater. Aber... Ich kann mich nicht mal daran erinnern, was die Tante gesagt hatte. Was die Anwältin gesagt hatte, wie er zu Tode gekommen ist. Ich würde es mal mit dem ersten Opfer, das interessiert mich am meisten. Nochmal zurück. Der Bestatter. Das Ziel, für das Finn kein ersichtliches Mordmotiv hatte. Offenbar keine Verbindung zu Las Palmas. Die Witwe sagte, sie hat keine Ahnung, warum Finn ihren Mann hätte umbringen wollen. Aber nach 5 Jahren hat sich ihre Sicht vielleicht etwas verändert. Mal sehen, ob sie jetzt gesprächiger ist.